So, ihr Lieben, entschuldigt bitte. Jetzt habe ich doch tatsächlich gerade noch mal die Heizung hochgeballert. Und jetzt ist mir aber dann doch viel zu heiß geworden. Jetzt muss ich die mal kurz das Fenster aufmachen. Und ihr seht ja, ich kriege schon wieder knallrote Ohren. Guten Abend, herzlich willkommen zu Ulig Still im Örtchen. Es ist 22.15 Uhr. Und ich würde sagen, es geht los, oder? Wie schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich heute auf eine besondere Gästin, die Sheila Delis. Das finde ich ganz, ganz toll, dass die kommt. Ja, fangen wir mal an. Oh, ich habe zu leise gemacht. So, es geht. Heute ist aber, warte mal, was habe ich jetzt gemacht? Ah. Begrüßen Sie mit mir unsere wundervolle Gastgeberin, Eleanor Ulig. Ja, guten Abend, 22.15 Uhr, wieder unsere gewohnte Zeit, Ulig, stilles Örtchen, herzlich willkommen. Und ich muss euch auch sagen, das ist natürlich schwierig mit dem Sonntag, wenn man da früher geht, das ist ein bisschen doof. Also, sollte ich nochmal in eine Sendung am Sonntag eingeladen werden, werde ich überlegen, ob ich die mache. Und wenn, dann lassen wir das stille Örtchen ausfallen, weil sonst kommen alle durcheinander und das möchte ich nicht. Ja, was eine wilde Woche, möchte ich euch sagen. Es war irgendwie, ich war ja in Köln. Hallo Astrid Rudolph, ich hoffe, du schaust zu. Und wir haben mich verändert. Erstmal möchte ich Saren möchte ich. Wollt ihr mal sehen, wie, guck mal. Also, es ist für eine Rolle. Ich drehe sozusagen Ende des Monats und da soll eine Veränderung stattfinden. Und dann hat die Astrid und die liebe Melania, dann haben wir uns getroffen und wir haben aber noch ganz tolle andere Sachen gemacht und haben sozusagen ein neues Format für euch gedreht. Das wird jetzt geschnitten, gemacht und getan. Und dann kriegt ihr das und ich bin sehr gespannt, was ihr davon haltet. Es ist sozusagen, verrate noch nichts, aber seid gespannt. Ich hoffe, eure Woche war gut. Ich bin wiedergekommen, habe die Züge aufgemischt und ich möchte sagen, wer Lust hat, so den Lippenstift verschmiert, gell? Bin ich nervös, habe den Lippenstift verschmiert. Wer Lust hat, der tanzt doch bitte im Zug. Er kann ja auch auf die Toilette am Anfang gehen. Dann verlinkt mich, macht den Hashtag UligsZugTanz, damit das ein bisschen um die Welt geht. Nein, meine Kinder haben mich nicht wirklich erkannt, ja? Mama, warum bist du blond? Und dann habe ich gesagt, ja, weil jetzt eine Rolle und das ist natürlich bei Schauspielern, ist es natürlich so, dass man sich halt oft verändern muss, dass natürlich Haare wirklich, das wisst ihr auch, Haare machen natürlich wahnsinnig viel her und aus und entscheiden auch sehr. Und wenn ihr zum Beispiel über die Straße geht, an jemanden vorbeigeht, dann guckt man als erstes auf die Haare. Das ist tatsächlich so. So, und deshalb habe ich die Haare jetzt verändert für diesen Film und es passt zur Rolle. Und man kann es ja auch mal wagen, oder? Man muss auch mal Sachen wagen im Leben, habe ich gedacht. Das ist auch schön. Schön mal was war. Wie geht's euch? Der macht jünger, findet ihr? Echt? Sah ich vorher so alt aus, oder was? Elena! Sag mal, unter uns, wie hast denn du die Leute im Zug dazu bekommen, mit dir mitzumachen? Ich habe sie gefragt. Und die haben alle total freudestrahlend gesagt, ja! Ne, also gestern kann ich dir eine schöne Geschichte erzählen. Ich bin gestern dann durch, weil ja auch noch die Kim Fischer schrieb, ja, das Zugpersonal, aber da ist ja keiner. 10 Euro, wenn du die anderen auch animierst. Habe ich gedacht, 10 Euro, ne? Die schnapp ich mir. Entschuldige. 10 Euro sind 10 Euro. Entschuldige. So, und dann bin ich gestern in den Zug eingestiegen. Und dann hat ein älteres Ehepaar erkannte mich auf dem Bahnsteig sozusagen und fragte mich was. Und dann sind wir zusammen in den Zug eingestiegen. Und dann haben die mich, da haben wir so ein bisschen gequatscht und ich gesagt, hören Sie mal, würden Sie mit mir tanzen? Und die so, Und der Helmut, was? Und dann habe ich gesagt, Helmut, habe ich gesagt, wir müssen ein Tänzchen wagen. So, und dann bin ich halt durch das Abteil und habe halt... Ich muss ja gestehen, ich traue mich das jetzt sagen, ich bin ja sehr gut im Fremdschämen. Und ich habe dann irgendwie so, ich habe mir das alles so vorgestellt, so geht dann die Leute so und die tanzen dann im Hintergrund, wackeln die so durchs Bild und ich habe dann irgendwie so gedacht, oh Gott, ich kann das gar nicht aushalten. Nein, das ist so toll. Ja, und dann hast du das heute zu mir gesagt, und ich verrate es, wir haben ja vorab telefoniert und ich finde das eigentlich super toll. Und ich sitze ja morgen auch im Zug. Und mal gucken, ich habe ja zwei relativ linke Füße beim Tanzen, aber mal gucken, vielleicht überwinde ich mich dazu,
ja. Ne? Ich erwarte das eigentlich von dir. Ich werde das reposten. Also jeder, der im Zug tanzt, den werde ich reposten. Hashtag Ulix Zugtanz und mich verlinken. Weil, ich sag dir was, ich bin dann zu einer Frau und habe gesagt, entschuldigen, darf ich Sie ansprechen? Die Leute denken ja, du bist verrückt. Ne? Du kommst mit der Maske, kommt da jemand her, sagt, würden Sie mit mir tanzen? Und die so, nee, ich habe jetzt wirklich eine ganz schwierige Zugfahrt und ich bin jetzt seit Stunden im Zug und so. Und dann habe ich gesagt, okay, nee, kein Problem, aber ist es okay, wenn wir tanzen? Wenn Sie nicht im Bild sein wollen, können Sie dann den Platz wechseln. Und so, du, die hat nachher angefangen, uns zu filmen und dann hat sie irgendwann, und dann habe ich gesagt, ich denke, es geht Ihnen schlecht, sagt sie, mittlerweile geht es mir richtig gut. Die ist der Audi-Tanz. Dann hat sie einfach mitgetanzt und das war toll. Und das Zugpersonal, die auch, und dann hat er gesagt, ich habe sie doch gestern gesehen. Und dann habe ich gesagt, würden Sie mitmachen? Ja, klar machen wir mit. Und das ist total, nein, das ist wirklich, du hast einfach 3 Stunden, du redest mit den Leuten. Man redet wieder. Die starren ja sonst alle, jeder starrt ja eigentlich in einen Laptop oder auf ein Handy. Ja, mit Knöpfen im Ohr, keiner redet mehr. Ich meine, ich bin früher, wie ich nach Berlin, wie ich studiert habe, vor 25 Jahren. Vor 15 Jahren. Ne? Da sind ganz viele damals Bundeswehrsoldaten immer die Strecke gefahren. Und dann habe ich Skat mit denen gespielt auf der Strecke. Und da haben die Leute noch miteinander geredet. Das tun sie. Ja, ich hab sehr viel auch nach Wien gefahren, damals von meinem alten Heimatort Schlapping nach Wien. Und ich habe immer Bekanntschaften geschlossen. Ich habe stundenlang mit den Leuten geredet. Wie du sagst, wenn man jetzt Leute anredet, die denken ja alle, man hat ja völlig einander Klatsche. Ja, keiner spricht mehr. Ja, es gehören wieder viel mehr mit fremden Menschen gequatscht. Du, und das Zugpersonal kriegt so viel Ärger, weil die müssen ja durchgehen und dann zum Beispiel sagen, da gibt es ja auch manchmal noch Abteile, dann denken die Leute, da brauchen sie keine Maske tragen, machen die weg. Ja? Ja. Und dann muss das Zugpersonal sagen, ich muss sie bitten, die Maske, und dann werden die richtig angepöbelt. Also, weißt du, die erleben ja ganz viel Anfeindung, weil wenn der Zug zu spät fährt, wenn eine Weiche, wenn irgendwas passiert, die können ja überhaupt nichts dafür, sondern die probieren dir ja irgendwie, dass du weiterkommst. Aber ja, die müssen das ja halt auch, immer auch ihren Vorschriften nachgehen und können dann nicht irgendwie sagen, das ist jetzt ohne Maske. Nein, aber wenn du zu denen hingehst und sagst, um Gottes Willen, der Anschluss, was mache ich? Weißt du, wie geht's weiter? Zum Beispiel gestern fuhr der Zug, das war auch völlig verrückt, der sollte eigentlich um 55 abfahren und fuhr um 46 ab. Der kam da zu spät, ja, weil angeblich eine Strecken irgendwas auf der Strecke war, ja, so, und dann haben die über eine Baustelle und dann haben die entschieden, in Mannheim nicht mehr zu halten, sondern von Frankfurt nach Stuttgart durchzufahren. Was ist, wenn du in Mannheim raus musst? Hä? Was ist, wenn du in Mannheim raus musst? So, und es gab Leute, die mussten in Mannheim Anschlüsse kriegen, um nach Belgien, also keine Ahnung. So, und dann haben sie da geredet und dann haben die einen außerplanmäßigen Halt in Heidelberg gemacht. Und dann andere wieder so, jetzt halten wir noch irgendwo. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, wenn du, stell mal vor, du bist im Zug und der fährt an deiner Station vorbei. Da ist doch gut, dass der hält. Also, ja, bin ich auch. Ja, vor allem, wenn man, so wie es mir schon mal mehrfach passiert ist, dass ich im Zug eingepennt bin und meinen Ausstieg verpasst habe. Ja. Ich bin auch froh, wenn der dann halt später außerplanmäßig. Du, ich habe auch schon mit Schaffnern gesprochen, weil wenn ich einschlafe, können sie mich wecken. Also wenn du mit den Menschen redest, sind sie da. Ferdinand, mein Schatz, die Sheila kommt heute. Ich erwarte von dir, dass du ein kleines Tanzi machst. Okay, na mal gucken, was ich sowas da will. Mit dem Hemd. Mit dem Hemd? Okay, mal gucken. Ich wünsche dir viel Spaß heute Abend und wir sehen uns. Gute Zugfahrt, mein Herz. Danke. Bis dann. Tschüss. Ciao. Schauen wir mal, wo die Sheila ist. Frau Delis, Frau Dr. Med, bitte, wenn ich bitten darf. Mal schauen, wo sie ist. So, jetzt wundert der Technik. Hast du mich? Hey. Sag dir Stopp. Perfekt. Guten Abend, meine Liebe. Geht's dir gut? Super, super. Ich habe mich gerade köstlich amüsiert über deine Zuggeschichte mit den Frauen und den Menschen, die da alle mitmachen. Finde ich eine super Idee. Und ich wollte sagen, weißt du, in welcher Abteil damals am meisten gequatscht wurde in den Zügen? In der Raucherabteilung.
in der Raucherabteilung. Ich habe ja früher auch geraucht wie ein Schlot, ja. Und da hat man, jetzt bist du vorhin lange ins Gespräch gekommen. Und als ich aufgehört habe zu rauchen, meistens setze ich in den Nichtraucherabteilung und merkte, ein bisschen langweilig hier, weißt du? Aber es gab ja dann, zuerst durfte man ja noch, gab es ja ganz viele Raucherabteile. Ja. Und dann gab es ja im ICE nur den letzten Wagen. Und da sind den allerletzten Wagen. Und wenn du dann durch den Zug dahin bist, war schon bei der Zwischentür, kam dir so eine Wolke entgegen. Es ist aber ja nach wie vor so, dass wenn du auch essen gehst oder so, die, die draußen rauchen, sind die einzigen, die noch miteinander ins Gespräch kommen. Das ist richtig. Ich will nicht fürs Rauchen plädieren. Ich sage nur, dass natürlich ganz wenige Menschen, du gehst durch den Zug, und alle mit den Masken, du erkennst auch niemanden mehr. Genau. Ja. Und es ist schon spooky. Und ich finde, wenn man die anspricht, manche sagen natürlich, ich will nicht gestört werden und so, aber eigentlich, das war gestern so toll, die hatten so einen Spaß. Und dann hat uns das Personal noch Getränke ausgegeben danach. Das ist doch der Knaller. Du machst ja Werbung für die Deutsche Bahn. Ja? Nicht jeder schimpft immer auf die Bahn und du machst Spaß. Ja, ja, aber also, du, wenn, und dann hat es eine Verspätung. Ich nehme eh einen Zug früher, dass ich pünktlich irgendwo hinkomme. Ja. Flieger, und ich will nicht mehr fliegen wegen der Umwelt. Wenn ich nicht muss, will ich nicht fliegen. Ja? Ja. Und innerdeutsch kann ich echt alles fahren. Und ich nehme mir, du musst dir halt was zum Arbeiten mitnehmen. Entweder du tanzt oder du hast halt ein Buch dabei. Genau. Oder du tanzt halt. Man tanzt das halt. Stimmt. Das stimmt. Man tanzt halt. Sheila, meine Liebe, ich habe ja ganz viel Fragen an dich. Und zwar auch das Publikum. Und jetzt ist es natürlich so, dass du natürlich Ärztin bist. Ja, und auch noch und Gynäkologin. Also das heißt, wenn du Leuten sagst, du bist Gynäkologin, dann kommen so und so die ganzen Fragen. Jeder. Ich sag dir, auf jeder Party, in jedem Taxi, wenn jeder, der erfährt, du bist Gynäkologe, kommt sofort. Also, warum ist das so? Weil es ein intimer Bereich ist? Ja, weil jeder Fragen hat, glaube ich. Ne? Jeder hat irgendwelche Fragen. Und wenn es nicht für einen selber ist, dann ist es wegen der Frau. Dann sagen die, sagt der Taxifahrer, wissen Sie, meine Frau hat ihr Kind, hat das Kind bekommen und seitdem schläft sie nachts nicht mehr und bla und ist scheiße drauf. Ne? So, bring das wieder in Ordnung. So ungefähr. Also es ist dauernd, tatsächlich. Warum bist du denn Frauenärztin geworden? Ich habe irgendwann mal in der Schule festgestellt, okay, du willst irgendwas studieren, was irgendwie Sinn ergibt. Also irgendwie so Arbeit so an der Basis, irgendwas Essentielles irgendwie. Und Medizin ergab sich für mich am meisten oder fand ich am meisten sinnvoll. Und ich weiß noch, ich hatte so eine Eingebung. Ich hatte und habe immer noch einen ganz tollen Hausarzt, der beste Hausarzt der Welt. Und ich stand bei ihm in der Praxis und habe gedacht, weißt du, eigentlich willst du sowas auch machen, aber du würdest gerne nur Frauen behandeln. Also ich habe irgendwie für mich so gedacht, so eine Art Psychotherapeutin oder Psychiaterin für Frauen jeglichen Alters, weißt du, so die Teenies und die misshandelten Frauen und keine Ahnung was für einen, überhaupt, dass ich da so eine Selbsthilfegruppe mache, nicht wissen, dass du als Gynäkologe das so und so machst. Also du machst ja so und so eine Art Psychotherapie mit den Patienten schon. Und ich habe im Studium festgestellt, dass mir die Geburtshilfe unheimlich, mich das unheimlich fasziniert hat, also überhaupt dieses ja, da kommt dein Baby raus. Das hat schon was Mystisches an sich. Ne? Das ist schon toll. Und ich mag auch das Handwerk. Ich mag es, Probleme zu lösen. Weißt du so, da ist, keine Ahnung, da ist ein Pickel. Aber hast du Geburtshilfe auch gemacht? Ja. Das müssen wir alle machen im Rahmen der Facharztausbildung. Okay. Bist du immer eine Zeit lang im Kreißsaal und machst halt diese ganzen Dinge und Babys auf die Welt bringen, tags, nachts, alles. Aber gehst du auch heute noch mit Patienten, wenn du jemanden hast, der schwanger ist, mit ins, machst du das noch? Ich habe das am Anfang gemacht. Ich habe das am Anfang mit der Praxis, habe ich das gemacht, dass ich dann auch noch, aber das war echt hart. Also ja, meine Tochter war 2, ich war schwanger mit dem nächsten und bin da nachts aufgestanden, habe dann Kaiserschnitte gemacht und bin danach in die Praxis gegangen. Ja, genau. Ich stand da zum Schluss, weil ich mit einem ganz dicken Bauch stand, ich da habe Kaiserschnitt gemacht am Patienten, bis ich immer mal gedacht habe, ich glaube, ich sollte jetzt mal aufhören, nachts aufzustehen. Und dann musste ich am nächsten Tag eine Sprechstunde machen. Das war schon hart, also, aber das habe ich jetzt gelassen. Irgendwann muss man dann Abstriche machen. So, jetzt pass auf, jetzt kommen natürlich Fragen von unserem Publikum, und zwar, das finde ich eine interessante Frage, ich weiß gar nicht genau, was das ist, wird eine vaginale Atrophie wieder besser, was hilft wirklich? Herzlichen Dank. Was ist eine vaginale Atrophie? Danke, wer auch immer diese Frage gestellt hat. Vaginale Atrophie, meine Liebe, ist ein Schicksal, was uns alle befallen wird, wenn wir nicht etwas dagegen tun.
Vaginalatrophie bedeutet, wir haben einen Hormonmangel, was sich auf die Vaginalhaut auswirkt, dass die Vaginalhaut von so dick zu so dünn wird. Also die wird extrem dünn. Ich sage immer Taschentuchpapier dünn. Und die fängt an weh zu tun, die fängt an zu brennen. Man kann einen komischen Ausfluss bekommen, man kann einen komischen Geruch bekommen, man kann irgendwann mal keinen Sex mehr haben. Irgendwann geht es auf die Blase, dann musst du nur noch auf Toilette, da hast du Blasenentzündung und so weiter und so weiter und so weiter. Und das alles kommt von Hormonmangel und dieser Zustand nennt sich vaginale Atrophie. Und das kommt jeder, kriegt das? Das kriegt fast jede Frau. Also es gibt manche, die vielleicht immer noch so ganz, ganz viel eigene Hormone haben. Das sind aber vielleicht mal 5%. Aber 95% der Frauen kriegen eine vaginale Atrophie. Und das heißt im Volksmund, die Scheidentrockenheit. Und ich hasse dieses Wort. Weil damit werden einem wahnsinnig viele Produkte sehr gerne verkauft. Ja? Du musst nur Gleitmittel nehmen. Du musst nur etwas nehmen, um die Vagina zu befeuchten. Und das ist alles wieder ein Butterpustekuchen. Es ist nichts in Butter. Wenn die Haut dünn ist, ist die Haut dünn. Und dann kannst du noch so viel Zeugs drauf schmieren, es wird davon nicht besser. Aber und wahrscheinlich haben viele Frauen beim Geschlechtsverkehr auch Angst gegenüber dem Mann, weil sie denken, jetzt denkt der, ich werde nicht mehr feucht. Genau, ja, genau. Und ja, schämen sich dafür. Oder? Genau, oder sie sagen, es tut weh und dann der Mann sagt, okay, ich gebe mir jetzt noch mehr Mühe und so weiter. Und der Mann macht sich Vorwürfe und denkt, warum tue ich ihr dann jetzt weh? Und das kann einem da wirklich einen Strich durch die Rechnung machen, wenn man ab 50 oder ab welchem Alter auch immer, 48, 49, Sex haben will, dass das alles wehtut. Ne? Und das ist eins der am besten gehütesten Geheimnisse überhaupt der Medizin, dass wir alle das bekommen werden, wenn wir nichts dagegen tun. Und jetzt kommt die gute Nachricht, nämlich, es gibt eine Creme, was man nehmen kann. Das ist eine Hormoncreme für die Vagina. So. Und jetzt werden ganz viele Leute sagen, oh, Hormone sind aber was ganz Schlimmes, das ist was ganz Böses. Ich muss sagen, nein, 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 nein. Diese Hormoncreme ist völlig harmlos. Das Harmloseste, was es gibt. Ne? Das wird also quasi auf die Vaginalschleimhaut in den Eingang eingetragen, ein bisschen was auf die Harnröhre immer. Und die Vagina saugt das so auf und die wird dann wieder aufgepolstert und aufgeplüstert, freut sich und wird so wie früher, braucht ein bisschen, bis das wieder aufgesättigt ist, aber es wird besser. Und diese Hormoncreme ist so harmlos, die darf jeder benutzen. Sogar Frauen, die Brustkrebs hatten, jede. Kriegst du die mit Verschreibung nur oder auch ohne Verschreibung? Du kriegst das nur mit Rezept. Aber eigentlich jeder Frauenarzt, der es dir nicht verschreibt, der gehört geteert und gefedert, ehrlich. Wirklich. Also, jetzt wird gerade die Frage gestellt, ob du meine Gynäkologin bist. Nein, das ist sie nicht, aber ich mag die Schielert sehr gerne und ich habe das große Glück, dass ich jetzt sozusagen eine Gynäkologin habe, die ich anrufen kann. Ja? Ja. Wo ich eine Handynummer habe. Das heißt, wenn du nicht weißt, was du machen sollst, ja, und die richtige Gynäkologin und den richtigen Gynäkologen zu finden, ist ja ganz schwierig. Und das schreiben jetzt viele. Hormone sind schlecht. Bitte sag doch da mal kurz was zu. Weißt du, weil das ist ja auch so ein Thema, wo alle, da hat man ja große Angst vor. Ne? Man kennt ja nur so Bilder von Hormonen oder sagen wir mal auch im Doping. Jetzt ist genau. Und man denkt Krebs und all das. Ja, genau. Also man muss sich vorstellen, wir haben ja in unserem Bauch hier zwei Eierstöcke. Ganz kurz. Darfst du die Creme sagen, wie die heißt, ohne Werbung? Ich kann sagen, wie der Inhaltsstoff heißt. Das heißt Östriol. Der Inhaltsstoff schreibt euch das heißt mal auf. Östriol, also Öl, also halt mit O mit Doppelpunkt und dann Striol, Östriolcreme. Und da gibt es, glaube ich, 3 oder 4 Anbieter in Deutschland. Und man muss, aber das kriegt man nur auf Rezept. Richtig. Östriol. Östriolcreme. Du kannst ja nachher, wenn ich das Video speichere, kannst du das ja drunter schreiben, nur Östriol, der Wirkstoff. Und dann markiere ich das. Weißt du einfach, dass die Leute das wissen. Jetzt zu den Hormonen, meine ich. Genau, zu den Hormonen. Also es ist so, Hormon ist nicht gleich Hormon. Ja? Und wenn ich sage Hormone, wenn ich als Gynäkologe sage Hormone, spreche ich von den 3 Hormonen, die unsere Eierstöcke produzieren ab unserer Pubertät, also quasi ab dem 11., 12., 13. Lebensjahr, bis wir in die Wechseljahre kommen. Und diese Eierstöcke produzieren 3 sehr spezifische Hormone. Und die heißen Östrogen, Progesteron und Testosteron. Die 3. Ja? Okay. Und wenn ich sage, diese 3, Östrogen, Progesteron, Testosteron, wenn die fehlen, gibt es Probleme. Jetzt geht es darum, die zu ersetzen. So, jetzt wird es interessant. Ich muss, um das... Was mit dir? Alles klar? Ja, mein Laptop ist zusammengebracht. Weil ich so intensiv geschaut habe, ist das kurz so weggekracht. Vor lauter Speck. Ja. Also, es ist so. Diese 3 Substanzen, Östradiol, Östrogen, Progesteron, Testosteron, das sind Natursubstanzen. Ja?
Okay. Das heißt, ich muss genau das ersetzen, was fehlt. Ganz wichtig. So. Jetzt ist es aber so, dass ich als Pharmafirma, wenn ich ein Produkt auf den Markt bringe, möchte ich gerne etwas haben, was meine eigene Kreation ist. Ne? Meine eigene besondere Rezept. Weil dann kann ich es patentieren. Und dann, meine Liebe, kann ich das teuer verkaufen. Und deswegen hat die Pharmaindustrie jahrelang uns keine natürlichen Hormone gegeben, sondern hat uns abgefahrene Produkte gegeben, die eigentlich aus Pferdeurin gestammt haben. Also im Prinzip Pferdehormone, die man umgebaut hat. Ne? Jetzt will ich dir das ganz kurz... Ich habe ganz witzig, wirklich rein zufällig hier etwas auf dem Schreibtisch liegen. Du kannst dich vielleicht erinnern. Kennst du den noch? Nee. Kartoffelkopf. Du kennst nicht Meister Kartoffelkopf? Nein. Okay, vielleicht ist das etwas Amerikanisches. Also, das ist einer, da kannst du sämtliche Baubestandteile dran machen. Hut, Brille, Nase und so weiter. Jetzt nehmen wir mal an, das ist der Bauteil von deinem Molekül, ganz normal. Ne? Ja. So macht es dein Eierstock jeden Monat und so brauchst du, wenn er fehlt, Filter. Was aber die Pharmaindustrie gemacht hat, die Pharmaindustrie hat diesen Molekül genommen und hat etwas völlig anderes draus gemacht. So. Und haben gesagt, so, das ist jetzt ein Hormon. Verstehst du? Und hat einfach die Moleküle anders zusammengesetzt. Verstehst du? Natur, abgefahrenes Zombie-Hormon-Ding. Und hat uns das Ding teuer verkauft. Diese Dinge haben viele Nebenwirkungen und die haben auch ein leicht erhöhtes Brustkrebsrisiko. Ich sage leicht erhöht, du stirbst nicht, wenn du das schon mal genommen hast, das jetzt nicht, aber es hat ein leicht erhöhtes Brustkrebsrisiko. Aber das verschreibt man so und so nicht mehr, sondern man verschreibt das Naturidentische. Und das heißt wirklich genau das, was der Körper sonst auch hergestellt hat. Ne? Und da bist du sicher, dass die das nur noch verschreiben? Dass es viele noch diese alte Version noch verschreiben, oder was meinst du? Ja, kann es sein, dass man, auch wenn man jetzt seinen Frauenarzt dahin geht und sagt, ich hätte gerne was, dass die dieses alte Zombie-Hormon verschreiben? Absolut, ja, absolut. Aber wie weiß ich das dann? Weil die Zombie-Hormone sind, das ist eine Tablette, wo alles angeblich drin ist. Und das kann die Naturhormone, können das nicht. Die Naturhormone muss man getrennt einnehmen und getrennt verwenden. Wenn der Frauenarzt sagt, hier hast du eine Tablette, da ist alles drin, da wirst du glücklich mit, das sind keine natürlichen. Weil die natürlichen Hormone kommen in Gelform und die musst du über die Haut auftragen. Und der Körper nimmt das über die Haut auf. Aber ich habe jetzt, ich sag dir das nicht, ich war ja auch bei der Frauenärztin, ne? Weil ich mir nicht sicher war und gesagt habe, ich schwank manchmal so. Dann habe ich einen Bluttest gemacht, der war aber völlig in Ordnung. Aber die war toll, die hat gesagt, das kann jeden Tag anders sein. Wenn Sie sagen, Sie haben ein Gefühl, dann haben Sie ein Gefühl. Und das ist erstmal richtig. Völlig wurscht, was der klinische Befund sagt. Ich kann Ihnen jetzt was verschreiben. Das ist ein Gel, ja, da ist drin Östradiol. Richtig, perfekt. Und sie sagt, das machen Sie einen Hub am Abend. Aber auch ich, Sheila, bin so bekloppt, ich habe das jetzt seit 3 Monaten hier. Und ich traue mich nicht, das zu nehmen. Ja, benutze es. Benutze es. Ich glaube, also, du weißt ja, ich sage ja auch immer, wegen diesem Ding, dass die Leute immer gesagt haben, du nimmst Hormone. Hormone sind schlecht. Traue ich mich nicht. Da ist nur drin 0,6 mg/gel Östradiol. Perfekt, genau. Perfekt. Ist da sonst noch was drin? Warte mal. Östradiol, Östradiol minus Hemihydrat. Was ist das? Das wird ein Konservierungsstoff sein. Hemihydrat. Ja, das wird ein Konservierungsstoff sein. Sonst müsste es wahrscheinlich... Sonstige Bestandteile Carboma, Ethanol, Trolamin, gereinigtes Wasser. Ich glaube, ja, genau. Das ist sonst nichts, sonst wirklich nichts Wildes. Also das ist wirklich das Körperidentische. Und ich finde es immer so lustig, wenn gerade Raucherinnen mir sagen, nee, ich will das nicht nehmen, ich habe Angst vor Krebs. Und ich denke, aber du rauchst doch. Deswegen, du kannst es ist wie im Prinzip, du musst es dir so vorstellen, es ist wie Vitamin D ersetzen. Das tun wir ja auch. Wir ersetzen Vitamin D, wenn wir Vitamin D-Mangel haben. Und dann ersetzt man halt die Hormone. Aber vor allen Dingen, es geht ja auch darum, weißt du, ich sage ja immer... Ich gleich nochmal Vitamin D, 2000er. Perfekt, wunderbar, sehr gut machst du das. Ja. Ich sage ja auch immer, es geht nie, und davon müssen wir uns vom Kopf verabschieden, es geht niemals nur darum, die Symptome zu bekämpfen. Manche Frauen sagen, ach, ich habe einmal am Tag eine Hitzewallung, das stört mich nicht, und ich schlafe dann halt nachts nur 5 Stunden, das stört mich auch nicht, und ich habe keine Lust auf Sex, aber das macht nichts, weil ich habe so und so keinen Partner, alles gut. Das kann ja jeder machen, wie er will. Man muss nur wissen, in dem Hormonmangelzustand
Es ist auf Dauer, ist es nicht gesund für den Körper. Der komplette, sämtliche Organsysteme leiden darunter. Man wird eher anfällig für Diabetes. Man wird eher anfällig für Bluthochdruck. Man wird eher anfällig für Alzheimer. Man wird eher anfällig für Osteoporose und lauter solche Dinge. Aber was ist mit der Gewichtszunahme? Das ist hier gerade ein ganz Riesenthema, weil wir Frauen ja grundsätzlich panische Angst haben vor Gewicht, weil uns ja vorgegaukelt wird, wir müssen aussehen wie mit 16. Ja, ja, das ist weder eine geboren haben, noch das Becken darf sich verschieben. Wir müssen immer zicke bleiben. Okay, das ist Quatsch. Also ein bisschen zulegen tun wir ja alle. Ich habe auch zugelegt. Ich war früher irgendwie 50 Kilo. Jetzt wiege ich irgendwie fast damit 60. Ist auch gut. Das Ding ist, du nimmst mit einem Hormonmangel eher zu, als wenn du Hormone nimmst. Ne? Also es gibt ganz, ganz, ganz viele wissenschaftliche Studien, ja, die zeigen, dass auch gerade bei, man hat es gesehen an Ratten. Man kann an Ratten wunderbare Experimente machen, leider arme Ratten, aber man kann halt wirklich an denen, weil die halt so einen schnellen Zyklus haben, kann man mit denen relativ schnell Ergebnisse sehen. Und man weiß, wenn man den Ratten die Eierstöcke rausnimmt, quasi sie künstlich in den Hormonmangelzustand bringt, dass sie doppelt so viel fressen, als wenn sie einen Eisprung haben und ganz viel Hormone haben. Also im Prinzip ist es so, dass Östrogene tatsächlich den Stoffwechsel steigern und eher appetithemmend sind. Man verwechselt das immer so, weil man denkt, ja, durch die Pille nimmst du zu. Pille ist was anderes. Pille sind ja auch keine natürlichen Hormone. Na, vor allem, entschuldige, wir nehmen, verstehst du, wir nehmen irgendwie die Pille, fressen die irgendwie seit 18, verstehst du? Ja. Und zwar richtige Hämmer, anstatt danach zu sagen, ich tue jetzt was, weil es mir nicht gut geht. Ich meine, weißt du, das ist ja schon krass. Und sag mal, und dieses, was ich dir gerade vorgelesen habe, das ist was für ein Hormon? Das ist ein Östrogen. Das ist der Hauptöstrogen, ist der Östradiol. Und das ist bei vielen Frauen der erste Mangel sozusagen. Na, das ist unterschiedlich. Also ist es eher mal Progesteron, der Gelbkörpermangel, oder was auch ganz viele haben, ist Testosteronmangel als erstes. Echt? Weil die einfach fertig sind. Ja, die sind einfach fertig. Die sind einfach müde, die sind gereizt, die sind gestresst. Wenn Testosteron fehlt, ist es häufig so, dass uns Energie fehlt. Ja, wir kommen nicht mehr aus dem Pöppchen. Aber ist das nicht was männliches, Testosteron? Nee, das hat man lange gedacht. Man hat lange gedacht, nur Männer haben Testosteron und Frauen haben kein Testosteron. Das ist Quatsch. Wir Frauen brauchen Testosteron genauso. Wir brauchen Testosteron für ganz viel. Wir brauchen es für die Psyche, für unser, ich sag mal so, unsere Resilienz. Ja, also wer niedrigen Testosteron hat, ist häufig auch dünnhäutig, verträgt nicht viel, ne? Brüllt rum, ist empfindlicher. Und wenn wir einen guten, gesunden Testosteronspiegel haben, sind wir auch eher selbstbewusst. Geh einfach in jede 8. Klasse rein und guck mal, wer schüchtern da sitzt und den Mund nicht aufmacht, das sind die Mädels. Und guck mal, wer rumbrüllt und laut ist. Und so. Ich sehe es ja an meinen Kindern. Naja. Genau. Die Jungs, das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja wie eine Affenherde. Ja, wirklich. Genau. Und sie benehmen sich wie junge Affen. Mein Sohn ist 13, da hören wir auf, ja. Also, genau. Also insofern, Testosteron ist genauso wichtig für uns Frauen in den Mengen, natürlich nicht wie bei Männern, aber es ist genauso wichtig für den Energiehaushalt und für Lust, extrem wichtig. Also für ich Lust? Sehe manche Frauen, für die, ja klar, dass man wirklich da Lust hat auf Schlafzimmergymnastik, absolut. Absolut. Schlafzimmergymnastik finde ich herrlich. Der Ausdruck ist herrlich. Du. Schatz, wollen wir heute ein bisschen Schlafzimmer gucken? Das ist so genau. Sag mal, aber das, was ich dir jetzt gesagt habe, woher weiß ich denn, dass mir zum Beispiel nicht Testosteron fehlt? Du musst es testen lassen. Tatsächlich, du brauchst einen Bluttest. Dann ist es häufig. Habe ich gemacht. Dann ist es super. Das ist auch super, dass das deine Gynäkologin gemacht hat, weil das häufig wirklich so ein Nadelöhr ist, dass viele Gynäkologen sagen, nee, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Sie haben ihre Periode noch regelmäßig. Sie können nicht in den Wechseljahre sein. Ist falsch. Du kannst absolut in den Wechseljahre sein, in den beginnenden, man nennt es die Perimenopause, und noch regelmäßig die Periode haben, aber deine Hormone verändern sich schon. Also das auf alle Fälle ist, kann lohnenswert sein, einen Bluttest zu machen. Und manche Frauenärzte sagen, ich muss keinen Bluttest machen. Ich sehe, wenn sie seit einem Jahr die Periode nicht mehr haben, dann weiß ich ja schon, dass sie irgendwie postmenopausal sind. Ja, ja. Aber trotzdem will man es vielleicht trotzdem wissen. Und das Ding ist so, ne, dass wir Ärzte, die auch einen Kassensitz haben, also Kassenärzte im Prinzip, wir haben ein Laborbudget. Das heißt, wir dürfen nicht alles Mögliche bestimmen. Ja, wir dürfen nicht alles Mögliche bestimmen auf Krankenkasse, das heißt, die Patienten muss es selber bezahlen. Und guck mal, da habe ich gerade was gehört, was ich ganz schlimm finde. Da kam gerade, meine Ärztin weigert sich, das abzunehmen. Ich bin zu meiner Ärztin hin, und ich hatte angerufen, weil ich bei der normalen Allgemeinmedizinerin war und ich habe so Spritzenangst, ich muss mir ja nicht zweimal Blut abnehmen lassen. Habe angerufen und gesagt, so, ich gehe jetzt Blut abnehmen,
sagen Sie der Frauenärztin, welche Werte soll ich testen für die Hormone? So. Und dann hat die das gesagt und dann bin ich hin zur Frauenärztin, die war ganz toll, weil die sagte, Sie müssen sich das so vorstellen, Frau Ulich, Sie haben, die Eier werden produziert und wenn da was in Ungleichheit kommt, dann sagt der Kopf aber, feuert weiter die ganze Zeit. Genau. Und dann kippt es, ja, und man wird immer so. Genau. Und deshalb muss man dagegen wirken, sozusagen. Richtig, 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 ganz genau. Und ja, man muss es den Frauenärzten häufig auch sagen, wissen Sie was, ich bezahle das auch. Weil viele haben dann Angst vor Diskussionen, ne? Weil man kennt das ja, dass dann die Patienten sagen, warum zahlen die das nicht und bla, und ich zahle Krankenkassenbeiträge und so weiter, aber da kann der Frauenarzt ja nichts. Also können die Ärzte nicht, ne? Das sind ja einfach die Dinge, wo man einfach sagt, wissen Sie was, ich zahle das, Sie müssen es auch gar nicht weiter kommentieren, ich brauche einfach nur die Werte so für mich. Fertig. Das auch. Ist auch nicht so teuer, was kostet das? 90 Euro oder so? Ja, 90 Euro, gut, ich meine, für den einen ist es nicht teuer, für eine andere sagt er, nein, ja, aber wenn du das machst du ja nicht wöchentlich. Naja, eben, genau. Also das, wenn du dir das dann wenigstens zu Weihnachten wünschst und sagst, ich brauche Schatz, ich möchte. Zu Nikolaus. Genau. Ja, aber naja, entschuldige. Es ist ja die Frage, wenn du merkst, du drehst langsam durch, ist das ja besser investiert als ein paar Schuhe. Ja, ja, das auf alle Fälle natürlich, dass man ein bisschen Klarheit hat. Und was auch ganz wichtig ist zu wissen, ist, dass der Testosteronwert bei den Laboren falsch angesetzt wird. Also das heißt, was die Labore machen, die Labore gucken, wie alt du bist und dann entscheiden die, ob dein Testosteronwert normal ist. Das heißt, wenn du über 50 bist und du hast einen Testosteronwert, der unterirdisch ist, sagen die, das ist normal. Die ist ja schon fast an die 60. Das ist normal. Ja, nein, die Frage stellen wir nicht. Wir wissen, dass es häufig vorkommt mit 60. Wir wissen aber auch, dass es nicht hinnehmbar ist, wenn du weiterhin ein gesundes Sexleben haben willst. Ne? Und es ist tatsächlich so, in anderen Ländern, in Skandinavien beispielsweise, ist es was völlig Normales, den Anspruch zu haben, eine gesunde Sexualität zu haben, bis ins hohe Alter. Ne? In Deutschland ist es noch so ein bisschen schmuddelig. So, wie viele Patienten kommen zu mir und sagen, ich war bei meinem alten Frauenarzt und er hat zu mir gesagt, Sie sind schon 53, was wollen Sie noch mit Sex? Sie haben ja Ihre Kinder ja schon, ne? Was wollen Sie noch vögeln, so ungefähr? Ne? Also ich meine, das kann ja wohl nicht wahr sein. Du, ich sag, das ist aber eine Freundin von mir, die war, wie alt war die? Ich glaube auch 50 oder 51 und hatte so eine Vorstufe zum Gebärmutterhalskrebs. Mhm. Ja? Und da sollte ein Kegel rausgeschnitten werden, um zu testen, was ist. Da kommt der Professor rein und sagt zu der, wissen Sie, wenn wir das gleich machen, dann lassen Sie uns doch gleich die gesamte Gebärmutter rausnehmen. Ja? Und es war noch nicht klar, ob irgendwas ist, weil Sie brauchen die ja nicht mehr, sind ja 51. Da hat meine Freundin ihn angeguckt und hat gesagt, wir können Ihnen doch auch die Eier abschneiden, die brauchen Sie doch auch nicht mehr. Brauchen Sie da auch nicht mehr. Yes! Aber ich meine, wie kannst du einer Frau sagen, wo du doch nicht weißt, ob das sein muss, kommen Sie, wir höhlen Sie mal kurz aus. Ich meine, wo sind wir denn? Na, das ist aber die alte Schule, die habe ich auch noch mitgemacht. Ich fing ja an Facharztausbildung 98, 99 sowas und da war das echt so. Ne? So nach dem Motto, da hast du ein Problem weniger, biet der Frau an, Gebärmutter weg und wenn die Gebärmutter, dann die Eierstöcke bitte gleich mit raus. Ja, das ist doch krass. Ja, es ist völlig verrückt, aber denke ich auch so hier. Verstehst du, wenn das sein muss, okay. Aber wenn das nicht sein muss und man nur mal guckt, was ist da, das ist totaler Quatsch. Das ist völliger Quatsch. Und dann immer diese Angstmacherei. Weißt du? Ja, aber es war halt auch früher, gerade so 80er und 90er, ist es ja auch in die Nullerjahre hinein, auch zum Teil, vielleicht ist es auch noch so, wenn der Herr Professor das aber sagt, wird er sich da schon was bei gedacht? Ja, der Herr Professor, genau. Der schöne Herr Professor, der im Weiß da durchkommt und einer Frau sagt, kommen Sie, wir räumen Sie mal gleich aus. Das geht nicht. Der hat vielleicht noch weiße Slipper an, die gut aussehen, also der hat das bestimmt an. Nein, aber weißt du, das kann man ja auch mal sagen, das ist ganz, ganz wichtig. Ihr Lieben, die Sheila selber, ich habe das vorhin mit ihr geklärt, weil ich auch gedacht habe, vielleicht seid ihr auch daran interessiert, zu ihr in die Praxis zu gehen. Du selber hast gerade bei dir einen Annahmestopp, weil es einfach zu viel wird. Du hast aber eine große Praxis in Wiesbaden mit vier tollen Gynäkologinnen, die du auch nach deiner, also die mit dir zusammenarbeiten, bei schwierigen Fragen an dich drangehen, die natürlich auch in deiner, wie sagt man das denn? Mindset, nee, wie nennt man das denn? Philosophie, richtig. Philosophie. Ja. So, und wenn ihr wirklich Probleme habt, ne, dann fahrt doch einfach mal mit dem Zug, das kann man sich auch wünschen, da könnt ihr ein kleines Tänzchen machen, macht ihr einen Termin, selbst wenn der in 3 Monaten ist, dann macht ihr da einen Termin, weil
ich schwöre euch, eine gute Ärztin grundsätzlich ist irgendwie das A und O. Das finde ich so wichtig. Ja, das ist, werde ich ja häufig auch gefragt, wie finde ich denn, die sagen, ich wohne in Lüneburg, wo gibt es denn hier so jemand, der so denkt, wie sie das, weiß ich natürlich nicht, ne? Das ist klar. Aber ja, ich denke, man muss sich einfach wirklich an den Gedanken gewöhnen, dass es sein kann, dass du echt 200 Kilometer fahren musst, um jemanden zu finden, der mit dir wirklich eine Wechseljahresbegleitung macht, weil du brauchst eine Begleitung in dieser Phase. Genauso wie du in der vielleicht nicht so ganz so intensiv, aber in der Schwangerschaft machst du ja auch eine ärztliche Begleitung, weil du ja deinen Körper Veränderungen durchmacht. Und in den Wechseljahren macht dein Körper auch Veränderungen durch. Und es ist super individuell. Weißt du, du hast vielleicht Gelenkschmerzen in deinen Wechseljahren. Ich fall vielleicht in Depression. Die nächste kriegt vielleicht Haarausfall, dass es nur so kracht. Aber jede Geschichte ist für sich individuell zu beurteilen und auch zu beraten. Und das ist auch sehr beratungsintensiv. Und dann brauchst du jemanden, der sich auskennt. Und dann kann es halt sein, dass du dann zweimal im Jahr irgendwo hinfahren musst. Und ganz viele Ärzte machen das aber auch noch so, dass man auch noch telefonisch irgendwie die erreichen kann mit Rückfragen, wie auch immer. Also, und das finde ich, das ist vernünftig. Also, das sollte man gucken, ob man das findet, dass man das in Anspruch nehmen kann. Ja, also wenn, also gerade bei solchen Fragen, gerade wenn es um sowas geht. Weil, du, ich mache jetzt mal Werbung für dich, meine Liebe. Ja, bevor man zu dir fährt, zeig doch mal dein Buch. Bitte? Oh, mein Buch? Oh ja, warte mal. Warte mal, ich bin irgendwo. Wie hast du das jetzt nicht parat oder was? Das kann man wohl nicht sagen. Ich habe die irgendwo an. Warte mal ganz kurz. Ich habe ein Buch geschrieben. Women, ich bin ja nicht so gut im Englisch, oder Woman on Fire. Woman oder Women? Was sagt man denn? Woman on Fire. Genau. Deshalb habe ich auch das Lied für dich gemacht. This girl is on fire. That girl is on fire. Schau mal. Dieses Buch. Und ist das so geschrieben, wie du sprichst? Ja. Ja, das ist auf alle Fälle, also ich hoffe, vielleicht noch ein bisschen besser geschrieben, als ich spreche, weil ich mache so viele Deutschfehler. Also es ist, glaube ich, ein bisschen besser geschrieben. Nein, aber was ich meine, aber das ist lustig. Ja, also ich hoffe es. Ich hatte viel Spaß beim Schreiben. Also mir war es halt wichtig, immer beim Schreiben wirklich anschauliche Beispiele zu nehmen. Ne? Also noch mal zeigen, dass Woman on Fire, das kriegt ihr in jeder Buchhandlung. Ich schwöre es euch, weil sie ist die Einzige, die so plastisch darüber schreibt. Und dieses Buch, das meine ich jetzt ehrlich, da muss ich Werbung machen, Sheila, das ist so, so, so toll. Und mir haben das so viele empfohlen, weil ich, wie ich sagte, ach, mir geht es nicht so gut, haben mir alle lustigerweise immer per WhatsApp dieses Buch geschrieben. Und dann habe ich immer gesagt, so, ich habe sie einfach angerufen und auf stille Örtchen eingeladen. Da habe ich meine Mitarbeiterin, ich glaube, ich war da sogar im Freien. Die haben gesagt, Sheila, hier ist eine Elene Uhle, ich sag dir das was. Und ich bin ja irgendwie so der, ich lebe ja immer irgendwie auf dem Mond. Und ich so, nee, haben gedacht, die ist so lustig, die musst du zurückrufen. Ich habe gesagt, ich weiß bestimmt voll, aber ich hätte gern Frau Delis gesprochen, ich möchte sie auf mein stilles Örtchen einladen. Die esse. Hä? Genau. Nein, das kauft euch wirklich, das tut euch sehr, sehr gut. Das tut euch gut. Vielen Dank. Also mir ist es halt wichtig, mir war es halt wirklich dann so eine Gratwanderung hinzukriegen, mit dir wirklich alles sau ehrlich zu sagen, weil das Ding ist ja, und das ist ja das, was mich wahnsinnig macht. Wir Gynäkologen, wir wissen, wie man mit diesen Dingen umgeht, aber viele reden doch anders mit den Patienten und sagen, ja, überlegen Sie mal. Aber es ist tatsächlich so, die meisten von uns Gynäkologen nehmen Hormone und die Menschen, Frauenärzte verordnen sie ihren Frauen. So. Und dann ist es aber so, wirklich. Das ist aber so ein Patientengespräch, dass wenn jemand sagt, nee, die Hormone machen Krebs, wie viele Frauenärzte kapitulieren und sagen, ja, nehmen Sie nichts, Sie müssen da durch und so weiter. Ja, bitte mach noch mal da diesen Krebsmythos. Das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig, weil das ist eine Riesenangst, Sheila. Ja, ja, ja. Auch ja. Von mir. Und gerade das Thema Brustkrebs, weißt du, da haben alle vor Angst. Ja, und es ist tatsächlich so, Elena, also ganz früher, wie gesagt, die Zombie-Hormone. Du erinnerst dich an unseren Potato Man hier, wo alles hier in der schräg ist. Ne? Also Zombie-Hormone, die Hormontabletten, die haben ein leicht erhöhtes, und ich sage es immer noch, ein leicht erhöhtes Brustkrebsrisiko verursacht bei einer bestimmten Gruppe von Frauen über 60. Diese Studie, um die es ging, die war völlig fehlerhaft. Ich will es aber auch gar nicht verteidigen, weil man nicht mal mehr diese Dinge nimmt. Man nimmt wirklich die körperidentische Dinge. Und wenn man diese körperidentischen Hormone nimmt, senkt man sein Brustkrebsrisiko. Man senkt es. Wirklich? Ja.
Doch, man hat eine riesengroße Beobachtungsstudie in Frankreich gemacht. Man hat irgendwie 200.000 Frauen genommen, man hat sie beobachtet, man hat geguckt die letzten 30 Jahre, wer war von denen krank, wer hatte Brustkrebs, wer hatte Herzinfarkt, wer hatte Schlaganfall, wie haben die gelebt. Und die Frauen, die alle Hormone genommen haben, also bioidentisch, körperidentische Hormone hatten, waren alle gesünder. Die hatten alle weniger Krebs, weniger Schlaganfall, weniger Herzinfarkt. Und darf man das dann auch nehmen, wenn man mal Krebs hatte? Das kommt drauf an, welchen Krebs. Also okay. wenn du jetzt, keine Ahnung, einen Bauchspeicheldrüsenkrebs hattest oder einen Kehlkopfkrebs, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Hier ist gerade Panik. Sheila, entschuldige, ich muss kurz unterbrechen. Wir müssen das Foto machen, weil alle schreiben, wir müssen das Foto machen. Welches Foto? Wir beide machen jetzt ein Foto kurz und dann reden wir weiter. Ich gehe runter, guck mal so, und du gehst hoch und wir werden ein Gesicht. Und das wird jetzt fotografiert, weil jetzt wird nicht kalt. Ich habe ja wieder Hitze. Hitze und Kälte in einem. Pass auf. Und dann macht man ein... Ihr Lieben, macht ihr jetzt das Foto? Moment, und ich gehe jetzt hoch, ja? Du gehst hoch. Kopf nach vorne an. Warte. Du musst hoch, Augen hoch, Sheila. Und ein Stück nach hinten, Stück nach vorne kommen. Komm ein Stück nach vorne. Höher, höher, höher. Schau. So, lächeln. Ein Kussmund mal bitte. Sehr schön. Wieder lächeln, Sheila. Foto machen bitte. Foto machen. Foto machen. Ich kann mich nicht bewegen. Doch, jetzt auch nicht. Moment. Wie soll ich ein Foto machen? Ich kann doch kein Foto machen. Nein, du sollst doch kein Foto machen. Okay, Gott sei Dank. Ja, nein, unsere Zuschauer machen ein Foto. Das stellt ihr nach unserem Gespräch. Bitte in die Story, verlinkt die Sheila, verlinkt mich und macht, guck mal da, genau. Ulig, stilles Örtchen. Sheila, ich habe noch eine Frage. Ja. Gibt es Anzeichen für die, also mit dem Krebs, das ist natürlich ein langes Thema, da gibt es natürlich verschiedene, das können wir auch nicht alles heute abhandeln. Ich muss auch kurz sagen, wir sind jetzt gar nicht zu den Fragen gekommen. Sheila, ich finde das Thema aber jetzt gerade so interessant, dürfte ich dich nochmal einladen, dass wir dann die Fragen machen? Machen wir. Wenn wir nicht wieder bei den Hormonen landen. Nein, wir machen wir sind ja noch die nicht Zeit schon Testosteron. Ist die Zeit schon um? Wir reden jetzt noch einen Moment. Ich möchte doch wenigstens die drei Zuschauerfragen dir stellen. Okay. Pass auf. Gibt es Anzeichen für die Prämenopause? Was ist denn die Prämenopause? Prämenopause? Das sind quasi, ja, das sind die Zeichen vor der Menopause, vor der Perimenopause. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen zu, die kommen häufig ab Mitte bis Ende 30 und es kann sein, einfach, dass du merkst, dein PMS wird schlimmer. Was ist denn PMS? Prämenstruelles Syndrom, dieses Genervtsein vor der Periode. Ach so. Du merkst, genau, das kann sein, dass du mehr genervt bist vor der Periode, dass du vielleicht mehr irgendwie so Hand- und Fußschwellung hast vor der Periode, dass die Brust mehr spannt vor der Periode, dass du eventuell ein bisschen schlechter schläfst. Das kann die Prämenopause sein. Aber das ist alles so ein bisschen wischiwaschi. Das kann auch sozusagen nahtlos in die Perimenopause übergehen. Das sind sozusagen die Prämenopause. Das ist sowas ein bisschen wie die Kinovorschau vom Film, weißt du, bevor der Hauptfilm losgeht. So ein bisschen so geplänkert. Sehr ist der gut Trailer. Erklärt. Weißt du was? Und das der Prämenopause, ich hab's. Vergesslichkeit und Nebel im Kopf. Passt das dazu? Warte mal. Ja. Ich hab's aber jetzt mal den guten Vergleich. Die Prämenopause ist der Trailer für die Perimenopause. Da hast du es. Siehst so. Du? So. Genau. Und wir sind noch nicht beim Abspann. Wir sind beim Vorspann. Okay, genau, und jetzt hast du gesagt, was war das nächste? Nebel im Kopf? Ja, weil die sagt dazu, Vergesslichkeit und Nebel im Kopf. Und, pass auf, gehen die Schlafstörungen, das ist die nächste Frage, gehen die auch wieder weg oder bleiben die? Also zu Nebel im Kopf ist es so super spannend. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse, das weibliche Gehirn ist super, super angewiesen auf Östrogen. Also auf Östradiol, das Zeug, was du dir auf die Haut drauf schmierst, da, ja. Unser Gehirn ist super angewiesen auch auf Östrogene. Und wenn die anfangen zu schwinden, dann werden wir vergesslicher. Man kriegt Nebel im Kopf. Ne? Und ich mache auch Hormonersatz und manchmal bin ich auch nicht ganz eingestellt. Und ich sitze da und sage so, zu meinen Kindern, mach doch mal das Ding zu. Und ich meine, mir fällt das Wort Fenster dann nicht ein. Ah, wirklich? Ja, ja. Weil ich denke manchmal, ich werde krank. Nein, weil ich sitze, ich schwöre dir, und will was sagen. Genau. Und denke,
Geht es aber auch so mit den Namen der Kindern? Ich fange an, ja, ich sag mal. Verwechsel die auch mal. Theresa, Julia, Frieda, du weißt doch, wer du meinst. Ich guck dich doch jetzt. So, ja, das ist Brühhormonmangel. Das ist Hormonmangel im Hirn. Und, ich schmier heute Nacht, ich schwöre dir, ich schmier den Scheiß jetzt. Ja, ich sag's das, doch. Aber kann ich den, die hat ja gesagt, einen Hub. Ne? Mhm. Ich soll erstmal einen Hub machen. Genau. Kann man denn Hormone überdosieren eigentlich? Was würde dann passieren? Ganz schlecht. Du kannst es mit diesen Gels, die sind so, so easy, leicht dosiert. Das kannst du kaum überdosieren. Da musst du dir echt Mühe geben. Also ich sag mal, also du nimmst einen Hub, ich nehme zwei Hübe. Ich glaube, maximal sind sechs Hübe, aber da kommt man auch gar nicht hin. Also das ist deswegen. Also machen kannst du da wirklich kaum was falsch. Das ist auch okay. Dann war die zweite Frage mit den Schlafstörungen. Ja. Also wir kennen ja alle die alten Menschen, die sagen, ach, ich muss nicht mehr schlafen. Ich stehe schon um 5 Uhr auf. Ja, das ist weil diese schlechten Schlafgewohnheiten. Also nochmal, um das ein bisschen zu rekapitulieren. Viele Frauen kriegen das ja, diese 4 Uhr morgens Syndrom. Die werden um 4 Uhr morgens glockenwach, liegen dann da und dann geht dir alles Mögliche durch den Kopf. Ne? Alles Mögliche. Das Schlimmste ist, wenn dir ein Lied lief, wo du so einen Ohrwurm hast. Ne? Weißt du, was mir letztens durch den Kopf gegangen ist? Weißt du, von Eminem dieses Lied? 2 Trailer Park Girls go run the outside. Ja, um 4 Uhr früh oder was? 4 Uhr und dann geht's die ganze Zeit. Guess who's back? Back again. Und dann sitzt du da echt so, halt doch mal die Klappe, Eminem, ich will jetzt nur schlafen. Ja, geht's jetzt so weiter. Eminem, nachts hier. Den kommst du ja gar nicht. Oh, you single ladies. Oh, you single ladies. Und dann sitzt du da so, put your hands up. Und weißt du so. Und also das tatsächlich ist es so, wenn du da nichts dagegen tust, dann lernst du so einen blöden Schlafrhythmus, dass du nie mehr als 5 oder 6 Stunden schläfst. Und man kann aber auch was dagegen tun. Das ist meistens ein Progesteronmangel, also ein Gelbkörpermangel. Und wenn man dieses auch wieder natürlich ersetzt, dann kannst du wieder gut und tief und erholsam durchschlafen. Das ist super. Ist denn, sag mal, in deinem Buch gibt es da eine Liste, wo drin steht, welche man, also zum Beispiel eine Freundin von mir, die ist Gerichtsmedizinerin. Mhm. Ja? Und dann hatte ich mal einen Termin beim Arzt und dann hat sie mir Sachen aufgeschrieben, hat gesagt, lass dir nichts erzählen, du fragst nach dem, dem und dem. So, geil. Einfach, dass so klar ist, nach was man fragen muss. Also wenn man, gibt es in deinem Buch wie eine Liste, wo du sagen kannst, okay, wenn ich jetzt zum Arzt gehe und sage, ich möchte Blut machen, wo ich, oder zu Frauenärzten und sage, hören Sie, was ist denn mit meinem Dumm? Ja klar, ist genau eine Anleitung drin. Das und das und das musst du fragen. Und ich habe auch sogar sämtliche Präparate mit Namen. Also jetzt, bevor jetzt irgendjemand sagt, das ist von der Pharmaindustrie bezahlt, bin ich nicht. Ich habe einfach nur völlig pragmatisch gesagt, diese und diese und diese Marken gibt es auf dem Markt in der Apotheke. Ne? Wie Coca-Cola, Pepsi-Cola und Afri-Cola. Ja? Was weiß ich. Also da gibt es auch 3, 4 Marken. So und so heißen die Präparate, aber viele sind ja immer noch verunsichert. Ne? Die kriegen dann Rezept und sagen, ist das jetzt bioidentisch? Ja, nein. Ich habe in dem Buch alles aufgeschrieben, was es einfach völlig neutral im Moment auf dem Markt einfach gibt in der Apotheke. Fertig aus. Also, was muss man fragen? Welche Hormone brauche ich? Und welche Präparate möchte ich oder kann ich verordnet bekommen? Das und das ist das, worauf du achten musst. Ganz pragmatisch. Das ist auch wichtig. Ich meine, zum Beispiel, das muss man ja auch nochmal sagen, ne? In Österreich zum Beispiel wird ja beim Blut mehr untersucht und mehr bezahlt als in Deutschland. Oh, und zum Beispiel die Brustmammographie ist in Österreich schon ab 45 kostenlos, glaube ich. Ach wow, echt? Okay, interessant. Und in Deutschland erst ab 50, ne? Ja, das ist richtig. Also, und Ultraschall wird da auch schon früher bezahlt. Achso, ich glaube, in Deutschland wird es gar nicht bezahlt, Ultraschall. Ultraschall nicht? Nein. Aber es gibt doch diesen Tipp, Sheila. Ich meine, du da kannst ja nur so nicken jetzt. Ne? Okay. Nick so, ne? Dass man zu Frauenärzten geht und sagt, ich habe so undefinierte Brustschmerzen. Dann wird das, nee, wird nicht bezahlt dann? Also manche machen das, manche kennen den Trick und machen es nicht. Also manche tasten alles ab und sagen, nee, da ist nichts. Es ist so, ne, wenn du beidseitig Brustschmerzen hast, ist das was Hormonelles. Wenn du einseitig Brustschmerzen hast, andere Seite. Dann? Ja. Ist weitere Abklärung benötigt, ne? Genau. Alles klar. Versteht ihr nicht? Nee, ist doch gut. Ja, manche haben ja einseitig Brustschmerzen. Weißt du? Ja, klar. Und dann also, das ist doch meistens nichts, wenn wir an dieser Stelle sagen. Also meistens sind Brustschmerzen meistens überhaupt nichts Schlimmes. Nein, ich habe schon mal anders erlebt, aber es ist meistens ist das nichts Schlimmes. Aber trotzdem.
Ne? Genau. Einfach, dass man so bestimmte Sachen, ne? Du weißt, was ich meine. Genau. Meine Kollegen werden mich hassen. Doch, die hassen mich eh. Nein, aber es ist wirklich, ich meine, ich habe ja auch, weißt du, es ist ja immer dieser Mythos Wechseljahre, ja? Mhm. Man hat ja so eine Angst, weil das ist ja auch gleich, es wird ja auch gleichgestellt bei uns Frauen. Mann, ist es schick, wenn der in die Midlife-Crisis kommt, weil der angeblich sich ein junges Verhältnis sucht und wir Frauen werden ja so ein Krankheitsfall. Ja. Okay. Und wirklich, das muss überhaupt nicht sein. Wirklich, also ich kenne so viele Frauen, die so das Gegenteil beweisen. Ich habe wirklich, ich weiß nicht, wie viele Frauen ich habe oder kenne, einfach in meinem Kreis, jetzt auch beruflich oder nicht beruflich, die jüngere Männer haben, ne? Die sich auch wirklich da, die sind Mitte 50 oder 60 und die haben Freunde, die sind 39, ach, 41 und die Typen finden das super. Die finden das super, weil eine Frau, die dann sozusagen über die Wechseljahre hinaus ist, die kommt nicht mehr an, wollen wir nicht noch ein Baby haben oder du musst mich finanziell aushalten oder sonst irgendwas, sondern die will wahrscheinlich einfach nur Sex haben. Und so, Claire, jetzt ist auch schon die Zeit. Jetzt ist spät. Jetzt ist Schluss. Ist das so? Oh Gott. Ist das so? Ja, ja, natürlich, natürlich, natürlich. Liebelein, ich verspreche an dieser Stelle, du kommst wieder, du versprichst das bitte auch. Ja. Noch wirklich, es gibt Fragen, die an dich gestellt werden, einfach von meiner Liste, die haben wir heute nicht gemacht, aber ich glaube, das war so großartig jetzt mit dir und so informativ und das muss man auch mal, man muss darüber auch mal reden. Über ja, absolut, 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 absolut. Wo ist mein Mr. Kartoffelkopf, der winkt? Winkt damit? Ich nehme dass du nicht raus, Mr. Kartoffelkopf, Herz. Dass du den nicht kennst? Nein? Ich kenne den nicht, woher denn? Das, der kommt aus dem, der ist aus dem 70er. Ah, weißt du, nee, wo der war? Ich kenne den überhaupt nicht. Der war bei Toy Story, gab es den auch. War das auch so eine Figur bei Toy Story? Nein? Okay, er winkt. Sheila, schlaf ganz schön. Danke dir. Du auch. Wir alles hören gut. Uns. Okay. Ciao, Liebe. Ciao. Ciao. Entschuldigung, das war herrlich. Man muss aber auch mal die Feste feiern, wie sie fallen, bin ich der Ansicht. Und dann auch mal andere Sachen machen. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz, ganz, ganz herzlich für deinen Besuch bedanken. Auch an Ferdinand Seebacher, vielen Dank. Und natürlich nicht zu vergessen, meine großartigen Unterstützer, Hakle, Dermalogica und Gretel, ohne die das hier alles gar nicht mehr möglich wäre. Und mit Hakle, da kommt noch was ganz Lustiges, weil wir haben was Neues super entwickelt. Genau. Ich wollte nicht so, aber ich wollte vielen Dank sagen. Ich wollte vielen Dank euch sagen, dass ihr alle immer dabei seid. Das freut mich sehr. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder, wenn ihr Lust habt, zu Ulig Still im Örtchen. Ich wünsche euch eine ganz, ganz schöne Woche. Bleibt mir bitte gesund und bleibt mir bitte gewogen. Passt auf euch auf. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Ulig Still im Örtchen, wo endlich mal Zeit ist, der Ruhe zu reden. Begrüßen Sie mit mir unsere wunderschöne Schieberin. Ich bin schon völlig verblödet. Entschuldigt bitte, ich fange schon wieder an. Ich werde auch vergesslich. Und das war es leider schon wieder. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Genießen Sie die Zeit, bis wir uns wiedersehen, wenn es wieder heißt, auf ein Wörtchen bei Ulig Still im Örtchen.